Spiel des Partners anzeigen. Ah, ich kann mir jetzt die Profil anschauen. Na gucken. Ja, ist ein kleiner Noob, aber sonst geht's noch. 3,5 Stunden. Okay, bin wieder da. Ach ja. Ach Mensch, ey, das ist in den Videos. Ich hoffe, das hakelt da nicht auch da so krass rum. Weil wenn das an der CPU liegt, das wundert mich echt, dass das so grausam ist. Also, das Buch liegt hier immer noch, wow. Ach, das war ein Buch, okay. Ja. So, falls das noch irgendwer durchlesen wollte, selber. Der Totenkopf. Darf ich mir den angucken? Ja, kannst du gerne machen. Sieht doch ganz nett aus. Ja, bei mir ist da was Schönes passiert. Was so, denn? Falls das irgendwelche durchlesen wollte. Was denn bei dir passiert? Bei mir hängt die Taschenlampe gerade in der Mitte vom Buch drin. An der ja. Stelle sieht das schon mal sehr komisch aus. Hab einen Bug gefunden. So, zack. Der Junge, dieses Spiel. Es hat eine geile Atmosphäre, muss man sagen. So, wenn ihr es noch lesen wollt, dann könnt ihr hier stoppen. Aber Flo hat es ja gerade vorgelesen. So, und so. Du kannst übrigens runterscrollen mit der. Ja, ich weiß. Ich hatte es jetzt gerade noch einmal gezeigt, falls das noch irgendwer selber lesen wollte. Hoch. Runter. So. Ja. Hoch. Da hat nämlich eben irgendwer nach mir gegriffen. Ey, hast du dich nicht heute in so einem Sprint versteckt? Ja. Ich glaube, das war nicht gut. Was passiert eigentlich, wenn ich nicht geschossen hätte? Ich hätte ja bald irgendwie sterben müssen. Flo, ja? Ich hatte gerade so ein Flashback. Du musst mal gucken, wenn du da jetzt drauf drückst, da ist ein Bild. Und da siehst ja. Du zwei Personen. Einer haut einen Kopf gegen die Scheibe. Guck mal, wer das ist. Ja, das war der Typ, der gehauen hat, war glaube ich dieser Seemann. Einer von den dreien, die uns überfallen ja, haben? Ja, ja. Und der davor? Und der gehauen wurde? Ja. Du. Oh. Och nö. Das heißt, wenn ich einen Quicktime vielleicht verkacke oder so. Wenn wir eine falsche Entscheidung treffen. Oder das? Hier, geh du mal vor. Ich will nicht gehauen werden. Geh du vor, Junge! Hallo, du stehst in mir. Das ist die falsche Richtung. Oh. Okay. Ich halte schon mal meine Tasten bereit. Da ist Y, da ist X. Merken. Nicht so rüberbeugen, Alter! Bewegt sich was? Ey, mach das Licht aus! Ja. Da unten ist irgendjemand. Der stolziert da so lange einfach. Ich glaube, er ist überlebt. Wieso legt er das A ab? Genau da, ausgerechnet? Seht mal, da ist die Verteilerkappe von der Duke. Ganz sicher? Ja, bin ich. Was hat? Oh oh. Der hat einen Hammer. Ich werde sie mir holen. Wir müssen aufpassen. Das könnte unsere einzige Chance sein. Okay. Schön aufpassen. Es wird doch nichts. Das bist nicht du, ne? Nee. Yo, Brad, komm schon, wir müssen das durchdenken. Oh mein Gott, jetzt warte mal. Scheiße. Alter, was? Jetzt kommen die auch noch zurück, ne? Soll ich warnen oder verstecken?
Scheiße, 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 überleg! Das war dumm. Da kommt jemand! Eine Schinucke. Okay, Vorsicht. Scheiße. Eventuell Quicktime. Komm her! Wo sind die anderen? Fuck, 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 Alter, wir müssen richtig aufpassen. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Alex, ist das dein Ernst? Ich seh dich. Komm schon. Entschuldigung. Dein Ernst? Entschuldigung. Scheiße, aber funktionieren könnte. Hätte funktionieren können. Stell dich rüber zu ihr. Ja. Ach, scheiße, Alter. Nicht aus den Augen lassen. Irgendwie läuft das gerade nicht so gut, wie wir es wollten. Nee, irgendwie nicht so. Vielleicht hat es mit dem anderen Typen besser gelaufen, wenn er noch leben würde. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihm. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Oh, wie süß. Ich mach das. Scheiße. Ich hab immer Angst vor dieser Vorwarnung. Hä, wo bist du denn jetzt? Weg ist Alex. Ich bin die Person hinter dir. Ich bin die Frau jetzt. Okay. Was soll das mit der Kapelle? Oh großer Gott, warum muss ich mir das ansehen? Internes Memo an die Crew. Also, was? Bereich 7C wurde für die Dauer der Überfahrt als temporäre Kapelle eingerichtet. Von der Crew wird ruhiges und respektvolles Verhalten in diesem Bereich erwartet. Wir sind jetzt in der Gegend rum. Hä? Ein bisschen buggy ist das aber schon, ne? Das Spiel? Ein bisschen verbuggt ist das Spiel aber schon, oder? Ich wollte nochmal gucken, ob da hinten noch was drauf ist. Nee. Hä, war da ein Smiley drauf? Das will ich doch nochmal gucken. Aber wer bist du? Du bist der Typ? Ja. Die Schwarze? Mhm. Hallo, ich bin die Schwarze, die andere Schwarze. Ich bin gar nicht bei dir, ich bin mit dem Typ mit der Waffe unterwegs. Och nee. Du bist gar nicht bei mir. Ach du Scheiße. Also ich bin Fiss, ich bin die andere Schwarze, verstehst du? Mhm. Ach shit. Das heißt, ich hab jetzt dann wahrscheinlich auch die Entscheidung, was mit ihm passiert. Hörst du das? Was? Ich höre nichts. Ach, die macht mich richtig fertig, ne? Hier passieren irgendwelche Sachen, die hört. Hm. Da sitzt irgendwas. Er hat gerade einen Haufen Müll angeschrien. Wieder was? Was geht denn hier vor? Hat dezent Angst, ne? Mhm. Können wir hier nochmal kurz reingucken? Ob hier irgendwas zum Drücken wäre? NG Madden steht. Lol, auf den Namen, auf der Mütze, die er gerade weggeworfen hat, steht NG Madden. Okay, das war der das hier geschrieben hatte mit der Kapelle.
Okay, hier könnte noch irgendwas sein, bitte. Scheiße. Ja. Was ist hier los? Hör auf, mich so zu erschrecken. Ich habe gerade erschrocken. Aber mir nämlich so ein Gas, also so ein Wasserdampfrohr losgegangen. Warte mal, hier waren wir schon. Geh weiter. Ich geh nicht vor. Junge, ich geh nicht vor. Ich schwör's, hier waren wir schon. Oh, eine Leiche. Hast du uns im Kreis geführt? Hä, die dreht voll durch, meine Frau. Freundin, was auch immer. Die erzählt, wir waren hier schon. Junge, hey, geh nicht zu nah ran. Ich töte diese Leiche, ne? Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir. Will mir die nicht angucken. Wieso gucke ich mir die an? Was willst du nicht angucken? Scheiße, ey. Hier steht, heute gibt's Rinderragout. Ich will nicht vorrennen, du Scheißidiot. Es sieht so aus, als wäre an diesem Tag alles zum Stehen gekommen. Junge, der Typ bleibt einfach stehen, lass mich vorrennen, ne? Das ist eingefroren. Junge, renn davor, ich will nicht mehr. Ja, gegrilltes Heilbad. Ich weiß nicht, ob ich das hier alles lesen muss. Sonntag, Rührei mit knusprigem Speck. Ich hab wieder Schokovision. Oder? Nein, ich wurde von dir weggehauen. Du wurdest weggehauen? Ich wollte mir die Zukunftsvision angucken, ich wurde aber weggehauen von der. Vielleicht, wenn ein anderer Typ noch gelebt hätte, hätte er das verhindert. Oder sowas. Verstehst du? Mhm. Alter. Yo! Holy shit. Ich will nicht. Yeah! Alex, was ist denn? Gar nichts. Das willst du nicht wissen. Was soll das heißen? Warum sagst du es nicht? LOL! Ja, da liegen auf jeden Fall Gedärme drin. Sehr lecker. Hier wurde gerade geschossen. Von wem? Karl, der Typ hat gerade geschossen. Auf irgendwas. Hier war nichts, er hat einfach geschossen. Hier liegt seine Lampe. Und seine Mütze. Soup du jour, Mademoiselle. Als ob du dich in der Küche auskennst. Baby. Wait. Wir zusammen wohnen. Ich renn grad Richtung Sol 3. Ja, dann gute Nacht. Ich will nicht. Ich weiß, wer gleich stirbt. Ich hab dich verkehrt wie Wett gemacht. Ich will es nicht machen. Okay, was ist das denn hier? Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Also, Junge, ich will das nicht mehr, ne? Ich will das einfach nicht mehr. Was war das? Nichts gehört. Ich sag, ich bin Zimmer abgedunkelt. Ich bin dumm. A Notebook. Ich werde heute Nacht nicht gut schlafen können, Junge. Och, ich schon. Ich hab ja wirklich mein komplettes Zimmer abgedunkelt, ne? Ja, ich auch. Quirky. Die Lampe über meiner Webcam da. So. Becky weiß, wo ich bin. Nee. Ich sag nur so, wo wir gestorben sind. Oh. Ich bin da, wo wir gestorben sind. Och nee. Okay, warte, Mittwoch, 18. Juli. Wir sind noch nicht lange auf See. Ich hör weinen. Dann geh da nicht hin, geh weg. Das Essen habe ich schon gehörig satt. Der fraß heute Abend war ein Witz. Ich denke mir, die Köche machen schon das Beste aus dem, was wir haben. Ist die Leiche. Was Frisches könnte ich töten. Das Erste, was ich mache, wenn ich zu Hause bin, ist ein großes Glas voll frischer, kalter Milch zu trinken. Charles T. Paris. Ich habe seine Marke gefunden. 19. Juni. Die amerikanische Zeitung berichtet alle über das Massaker in Philadelphia. Es ist schon verrückt, sich vorzustellen, dass sich daheim die Leute auf den Straßen gegenseitig umbringen, während wir hier draußen sind, oh Gott. Unser Land zu beschützen. Nach dieser Lektüre hätte ich echt ein Bier vertragen können. Scheiße.
Doch leider hat der Captain sämtlichen Problem. Alkohol streng verboten. Ich schätze, ich muss wohl heute Nacht Schäfchen zählen. Ist das nicht das Buch, was wir vorhin gelesen haben? Hä, echt? Ich will nach Hause! Freitag, 20. Juni. Ein paar der Jungs haben heute in einem der Frachträume einen kleinen Wrestling-Wettkampf abgehalten. Ich habe ganz gut abgeschnitten, aber am Ende da ist ein Geist! Wagner, da ist ein Geist! Bitte was? Ich möchte nach Hause! Scheiße! Scheiße! Okay, wollen wir schon Rollentausch? Ich hab keinen Bock mehr. Wollen wir Rollentausch? Ich hab keinen Bock mehr, ne? Nee, danke. Ich fand ja, er sollte aufgrund seiner Größe disqualifiziert werden, aber keine Chance. Man bräuchte ein ganzes Football-Team, um ihn auf die Bretter zu schicken. Der verschlingt garantiert größere Rationen als der Rest von uns. So viel ist sicher. Samstag, 21. Juni. Ich wette, unsere Fracht hat irgendwas mit dem Team zu tun, das vermisst wird. Der Kommandant Jones hatte eine Geschichte über einen Raum voll uralter Goldstatuen von irgendeinem manchurischen Kindkaiser gehört. Angeblich waren die Statuen verflucht. Aber das ist wohl eher Quatsch. Hilfe, Hilfe! Weiß nicht, ob sie sie gefunden haben, aber jedenfalls sind sie von der Mission nie zurückgekehrt. Vielleicht bringen wir sie ja jetzt nach Hause. Okay, das war auf jeden Fall das Buch. Also es hat irgendwas mit manchurischen Goldstatuen zu tun. Euer Quicktime Events! Okay, mal gut, dass ich das nicht machen muss. Bambis! Ich habe eine Vorahnung. Was war das für eine Scheiße? Okay, ich muss aufpassen, sonst bringe ich dich um. Hier stimmt was nicht. Ich habe ein Messer mit, Flo. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du nichts gehört? Irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Die wird gerade so hart die Pumpe, ne? Jetzt lach mich bloß nicht aus! Hey, jetzt haben wir nicht so. Ich sag nur so, du weißt doch den vierarmigen Typen? Ja. Den habe ich gerade getroffen. Oh, nice. Okay, hier waren wir schon. Bin mir ganz sicher. Wir laufen. Quicktime-Events sind so schrecklich. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Okay, die Atmosphäre hier ist beruhigend. Aber ich hab Schiss, Junge. Okay, nein. Da mach ich nicht mit. Gut, Brunnen. Oh, nee, scheiße. Scheiß Kapelle. Was passiert? Ich bin in der Kapelle. Weißt du? Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen. Ich habe mir gerade einen Brunnen voller Blut angeschaut. Hey, okay, gut, können wir dann die Fliege machen? Ich hab doch keinen Bock mehr. Ich auch nicht, Alter. Was ist das? Flo, was sagst du? Hier sind überall Särge. Soll ich sie mir angucken? Mach's. So viel Platz. Das ist doch nicht seltsamer als ein Buch. Ich darf lesen. Endlich nichts Gruseliges mehr. Ich darf lesen. Hey, da vorne. Da gehe ich nichts vor, ne? Warte mal. Okay, ich guck mir die Särge an. Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Särgen. Okay. Schweigend möge die Kabale sich versammeln. Aus 5 soll sie bestehen. 5 von reinem Geist und Körper. 3 weiblich und 2 männlich. Aber alle von erster Geburt gehüllt in Kapuzen. Hey, Siegel. Hat einen Namen. Wisset um die Bedeutung für die Magus, für das spirituelle Wohlergehen. Jünger, das vor dem Fest von Akramahari Ritual von Treskaya abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen, an jeden der 5 Primärpunkte stehen, ein Jungfer der See. Ihrer Sinne beraubt soll in der Mitte des Pentagramms ruhen,
Nun erhebt die Versammlung mit dem Schwert in der Hand voll Inbrunst ihre Stimme zu der Anrufung des Soras, wie sie steht beschrieben. Wir fünf an jedem Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Wir haben ein Problem. Wir sind keine fünf mehr. Psst. Wir sind vier Särge. Aber ich meinte, wir brauchen fünf für das Ritual und wir sind nur noch zu viert. Das heißt, wir haben verkackt, oder was? Ich glaub schon. Pentagramm. Auf ewig, die fünf Spitzen. Macht erfüllt. Hm? Ich habe jetzt die Chance, ne? Einen Sarg wegzuschieben und einen Vorhang zu nehmen. Nimm den Vorhang. Bei mir lädt das Spiel? Macht erfüllt, wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet das Inikususufel an fünf Spitzen, wie ihr glauben. Das Schwert voran und proklamiert mit Fester. Wieso? Bei mir ist plötzlich... Ich konnte nichts mehr machen. Plötzlich bin ich irgendwo hingerannt. Bedienen und wendet grad nach und zeichnet Oculus Sigile. Das heilige Symbol. Nun, in Ehrfurcht, wendet euch nun Alter, Flo, nach Norden. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Er braucht alles. Du hast von keinen Bock mehr, ne? Du bist jetzt Fliss? Ich bin die ganze Zeit schon Fliss. Und ich bin jetzt der Hey, bist du sicher, du weißt, wo wir hingehen? Ach, der lebt noch? Fliss? Junge, der wurde von mir getrennt, ne? Fliss? Mhm. Ich bin also ganz allein. Hallo? Ich bin halt... Ich bin halt auch ganz allein, die ganze Zeit schon. Kann ich irgendwas machen? Fliss! Fliss! Ja, warte, ich hab hier ein Bild, Cracky, ich hab ein Bild. An der Wand hängen. Soll ich mal angucken? Du kommst Vision! Ich hab die Alte, diese Blonde, ne? Im Meer schwimmen sehen und irgendwer wurde unter Wasser gedrückt. Okay, das könnte jetzt ein Fehler sein, aber ich betätige den Hebel! Nach oben! Ach nee, Alter. Ach nee, ich weiß, was ich machen muss. Ich hab die Bühne geöffnet, ne? Hier liegt ein Sarg. Ich werde gerade von oben beobachtet. Warst du gerade in der Kapelle? Nein, ich war gerade in so einem Kino. Also in so einem Theaterraum. Da, wo vier Särge stehen? Ja, ich bin bei einem. Ich war halt in so einem Theaterraum. Ich will den nicht anfassen. Und hier steht ein Sarg, soll ich den öffnen? Ich habe meinen nicht geöffnet und den... Ich öffne meinen! Den Vorhang hatte ich auch nicht geöffnet. Okay, da ich weiß, nur Blut, dass ich... Ich laufe die ganze Zeit hier im Kreis. Ich könnte den nochmal öffnen, soll ich? Ich sag nur so, es hat gerade eine Hand nach mir gegriffen. Soll ich den nochmal öffnen? Aus Blut heraus. Soll ich den nochmal öffnen? Ja, wir haben glaube ich eh schon verkackt, ne? Ich öffne den! Okay, ich muss mich jetzt echt konzentrieren und ich werde mich gleich bestimmt erschrecken. Ich will den nicht anfassen, aber ich laufe nur im Kreis. Ich habe es jetzt fünfmal versucht. Ich dachte, vielleicht passiert irgendwas anderes. Okay, es ist nichts mehr passiert. Da hinten ist was an der Wand. Ich habe schon was von Angst gerade, ne? Jung. Bitte behalte mich am Leben. Wieso fließt hier Blut aus der Wand? Warum fließt hier Blut aus der Wand? Warum fließt hier Blut aus der Wand? Ich will nicht durch diese Tür gehen. Ich bin draußen! Toll. Ich bin draußen! Alle Korridore sehen gleich aus. Ich will da nicht nochmal lang. Hey! Ich bin draußen! Oh mein Gott, ist das ein gutes Gefühl, ne? Wo warst du? Es ist so ein gutes Gefühl, draußen zu sein. Hey, du bist bei mir. Hey, wo? Du bist Fliss, oder? Ja. Hey, du bist direkt vor mir. Bist du dir sicher? Ich muss raus. Hä? Ich muss hier raus. Bist du bei mir? Flo? Flo, das ist nicht witzig, ja? Nein, bin ich nicht. Jetzt bin ich wieder alleine.
Nee, da, hä, bist du das hier? Ich mach gerade eine Zeitreise, glaube ich. Bist du absolut sicher, dass wir... Sei still und geh weiter. Hä? Geh einfach weiter. Scheiße. Dann was geht hier? Ich weiß gerade auch nicht. Wait, what? Halt, halt, halt. Was geht hier vor? Hey. Wer warst du? Bist du sicher? Nee, ich bin noch nicht tot. Was? Gerade. Zurück kann ich nicht. Da war ein Geist. Ich habe jetzt auch den Geist gesehen. Ah, ich hatte auch eine Kopie von dir vorhin gesehen, ne? Ich bin tot. Wie? Nee, da. Du weißt schon, der Typ war tot, den du gerade gesehen hast, ne? Der ist schon tot. Woher weißt du, wen ich gesehen habe? Ich war dann zu ihm reingeguckt. Achso. Jackie? Ja. Wer ist in dem Raum von vorhin, nur dass er ein bisschen älter aussieht? Wer ist da? Verschwinde! Wie Wasser anstatt Blut aus der Wand kommt. Komisch, dass sich doch auf das Spiel verbuggt, weil ich kann nichts mehr anwählen. Vielleicht musst du auf mich warten? Wieso hast du jetzt gestoppt? Genau. Hilft das? Weil mal, was du machst, ne? Hm. Ah, nein, nein, ich höre das nicht. Ich weiß gar nicht, weiter. Ich guck mal, was du machst. Da ist eine Tür. Versuche ich da drüben. Ne, ich gehe erstmal noch andersrum. Skelette. Ach nee, Alter. Skelette? Ich geh hin. Wo ist Easy. Eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Okay. Oh nee. Ey, mir wird hier angesagt, dass ich was anwählen kann. Ich kann es nicht anwählen. Du solltest gar nicht hier sein. Wait, what? Ich sollte das nicht sehen. Was? Was? Irgendeine Verschiedenheit. Ach ja. Internes Memo an Erster Offizier Fischer. Sir, Sie wollten über die Funktionssituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen, ohne Erfolg. 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50. Ich habe mein Spiel verbuggt. Kann ich es mal anwählen, was ich anwählen kann? 1 Uhr
von 1.10 Uhr bis 1.50 Uhr. Sorry, nicht 0 Uhr. Bis um 1.40 Uhr konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und werde mich wahrscheinlich bis 3 Uhr wieder melden. PVD Cooper. Tja, das war entweder PVD Cooper. Oh, Scheiße! Und jetzt random Dings random. Da stand gerade irgendwer hinter mir.